Mein Name ist Adriane und ich bin Mittelschullehrerin an der Mittelschule Ingolstadt-Lessing. Ich habe den Magister in klassischer Philologie und Germanistik gemacht, um dann bei einem Automobilzulieferer zu arbeiten im Qualitätsmanagement. Also die Schüler finden es total toll, dass jemand vor ihnen steht, der nicht nur Lehrer war. Die finden es spannend zu hören, was man überhaupt vorher gemacht hat und welche Jobs man auch gemacht hat. Und sie sehen auch, dass die Mittelschule nicht das Ende sein muss, sondern dass es immer weitergeht, dass man sich während seines Lebens auch weiterentwickelt und dann eben auch die Chance hat, andere Berufe auszuüben. Mein Name ist Tim und ich bin gerade an der Mittelschule an der Wittelsbacher Straße in München und bin da gerade im zweiten Jahr in meinem Vorbereitungsdienst. Ich kann in meiner Schule einbringen als Quereinsteiger, dass ich in diesem einen Fach, was ich studiert habe, eine hohe Expertise habe, was gerade in Politik und Gesellschaftsfragen vielleicht ganz interessant ist für die Schüler auch mal, weil das kann man ja ganz transparent kommunizieren, dass man Quereinsteiger ist. Und das finden die mega interessant. Man versucht, andere Lösungen zu finden. Man ist vielleicht auch ein bisschen offener für andere Sachen, wenn man aus der Marktwirtschaft kommt. Und das kann da schon ein bisschen Schwung reinbringen. Ich denke, das ist eine Bereicherung für jede Schule. Dass ich jetzt alle anderen Fächer auch unterrichten muss, ist natürlich eine Herausforderung, denn ich hatte mich ja schon auf meine Geisteswissenschaft konzentriert, bin jetzt aber wieder zurück bei Fächern wie Mathe oder MT. Aber da kann man sich reinfuchsen und ist auch ganz interessant. Für mich ist Mittelschullehrerin ein absoluter Traumjob. Ich finde, man kann es sehr gut mit der Familie in Einklang bringen. Und es ist ein total vielfältiger Job, in dem es einem nie langweilig wird. Jeder Tag hat neue Herausforderungen, aber es ist auch ein Zusammenwachsen mit der Klasse über das Schuljahr hinweg. Ich freue mich auf die Zeit nach dem Referendariat, weil ich dann einfach noch viel mehr tolle außerschulische Aktionen mit den Kindern machen kann, um zu zeigen, wo ich vorher war und dass man dann eben noch viel mehr Brücken baut zu den Betrieben und zur Arbeitswelt.